Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit einem etwas anderen Video. Und zwar spielen wir heute nicht Transport Fever, wir spielen heute etwas Anno. Wie der ein oder andere weiß, streame ich regelmäßig auf Twitch. Mehr oder weniger regelmäßig, aber ich versuche es zumindest. Und hier spiele ich aktuell Anno 1800. Im Stream selbst habe ich erzählt, dass es ein Easter Egg gibt, das nennt sich Burkhardt's Trail. Ich bin vermutlich der 728.012. YouTuber, Streamer, wie auch immer, die ein Video zu Burkhardt's Trail hochladen. Aber nichtsdestotrotz habe ich den Kolleginnen und Kollegen und Freunden und Zuschauer, wie auch immer, gesagt im Stream, ich werde dazu ein Video hochladen, weil dieser Trail ca. 40 bis 50 Minuten geht. Damit die sich aber im Stream nicht langweilen und wir dort auch vorankommen, diese hübsche, schöne Stadt im Hintergrund zu bauen, habe ich gesagt, mache ich das auf Video und lade das bei YouTube hoch. Und dem komme ich jetzt nach. Und ich würde auch sagen, wir schnacken gar nicht mehr allzu lange rum und laufen einfach los. Für jeden, der nicht weiß, wo dieser Trail losgeht. Ein kleiner Indikator, dass wir wissen, wo er losgeht, ist hier einmal das die Ruine eines Forts oder wenn man von der anderen Richtung gehen möchte, schwuppdiwuppdiwuppdiwupp, kann man entweder einmal hier bei dem Steinkohlevorkommen auf den Trail gehen, bei dem hier auf dem obersten Plateau oder bei der Eisenmine auf diesem Plateau kann man hier in den Trail einsteigen. Wir jedoch gehen aber von wie ein kleines Kind hier los. Dazu wechseln wir in den First-Person-Modus. Und auch ich habe mir einen kleinen Kaffee hergerichtet. Ich bin diesen Trail selbst noch nicht abgelaufen. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich habe nur gehört, dass es sehr schön sein soll. Sehr schön ausmodelliert und das ein oder andere dort zu erwarten ist. Ich würde sagen, wir schauen uns dennoch mal noch kurz diese Ruine an. Ach ja, ich werde übrigens im Spurten da durchgehen. Wir haben ja Gott sei Dank keine Ausdauer. Ja, wir schauen uns mal um. Hier geht's nicht weiter, hier auch nicht. Ja, ist eine Ruine. Sehr süß ausmodelliert, aber jetzt auch nichts Besonderes. Schlag es aus, wenn du dich auch nach dem Tod sehnst wie ich. Okay, ich wollte gerade sagen, du Glückspilz. Ich spiele in meinem aktuellen Save-Game. Wir werden jetzt nicht bei jeder Meldung aussteigen, nur bei dieser Kriegserklärung noch. Und jetzt gehen wir. Wir ignorieren jetzt die Meldungen, die jetzt kommen. Ich möchte nur einfach nicht zu viele Störungen im Video haben. Ja, von hier hat man noch einen schönen Blick, einen halbwegs schönen Blick auf die Stadt. An der Mine vorbei. Die hätte man vielleicht vorher nochmal abreißen können. Dann würden wir jetzt hier schöner auf die Stadt sehen. Ich versuche auch nicht, das ganze Video über meinen Mund aufzuhalten. Ich, wie gesagt, ich selbst bin diesen Trail noch nicht abgelaufen und auch ich möchte den ein bisschen genießen, weil, ich meine, wenn man hier sich schon die Aussichten anschaut, Anno ist einfach ein wunderschönes Spiel. Ich genieße einfach ein bisschen mit euch. Ich hoffe, ich übersehe nichts in meinem Durchgespurte.
möchte man auch nicht unbedingt runterfallen. Kleiner Geißbock oder Steinbock oder was auch immer das sein mag. Die Menschen lassen sie hochleben. Schön mit kleiner Höhle. Also ich gehe ja in Natura auch immer mal wieder ganz gern in die Berge. Wobei mir der Weg, glaube ich, zu anstrengend wäre. Obwohl er sehr schön ist. Aber ich glaube, der wäre mir tatsächlich ein bisschen zu anstrengend. Hier können wir noch mal einen kurzen Blick auf unsere Stadt erhaschen. Die mittlerweile auch schon eine relativ coole Größe erreicht hat. Ah! Hier sieht man sie nochmal. Ich finde, ist bisher eine eigentlich ganz gelungene Stadt. Okay, und das wäre mir nicht nur zu anstrengend, sondern hier definitiv auch ein bisschen zu gefährlich. Auch schön mit Wasserfall. Ich mag solche kleinen Details. Spielstand gespeichert. Die Menschen lassen sie hochleben. Wir hoffen mal, dass wir von keinem Bär angefallen werden. Hört sich nämlich irgendwie nach Bär an. Hier kam bestimmt mal oder kommt bei der Schneeschmelze bestimmt auch mal was herunter. Hier, da sind sie, die Bären. Nicht, dass wir wie die Arktis-Expedition enden. Die ja von Eisbären gefressen sind. Ja, es sind Braunbären, ich weiß. Ah, sehr schön. Absolut wunderschön. Absolut wunderschön ausmodelliert. Das wäre so ein Ort für ein Picknick. Ja, und auch hier glasklares Wasser.
Traumhaft. Ein Aussichtspunkt, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, besser bekommen wir unsere Stadt nicht mehr zu sehen. Wirklich, wirklich schön. Also, ich wiederhole mich auch in den Streams immer mal wieder, dass ich einfach finde, dass Anno ein Spiel ist, das einfach mit so viel Liebe gemacht wurde und so viel Hingabe. Allein schon dieser First-Person-Modus, dass man auch mal durch seine Stadt laufen kann. Oder ja, solche Kleinigkeiten wie hier jetzt, diese Easter Eggs. Einfach einen kompletten Wanderweg mit einprogrammiert. Ich weiß nicht, also um so viel Liebe in ein Spiel zu stecken oder solche Dinge in ein Spiel zu stecken, muss man schon sehr viel Liebe zum Spielemachen haben. Und ich finde das einfach absolut großartig und kann nur immer wieder meinen größten Respekt an die Anno-Macher aussprechen. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich, wie gesagt, ich wiederhole mich da öfter mal, aber ich finde es auch einfach schön, wenn man diesen Spielemachern auch mal was zurückgibt in Form von Anerkennung. Auch wenn sie natürlich Geld dadurch verdienen und was zurückkriegen, indem wir das Spiel kaufen. Hier ist auch ein kleines Boot. Da hat sich wohl jemand im Fischen versucht und sein Boot hier gegen einen Stein gesemmelt. Eine kleine Flussdurchquerung. So. Und jetzt können wir mit nasse Schuhe weiterwandern. Herzlichen Glückwunsch. Gibt ja ganz bestimmt keine Blasen. Spielstand gespeichert. Schon großartig. Schon schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, und ich weiß, ich wiederhole mich. Da haben wir hier jetzt nochmal einen Aussichtspunkt. Kurz Rast machen. So. Kleine süße Bergüberquerung, die wir hier machen. Eine Alpentour. Da muss man aber auch echt überall schauen, dass man da nichts verpasst. Und auch die Musik bei Anno. Aber eigentlich in jedem Anno ist die Musik einfach auch so wunderbar. Ist das ein Reh, würde ich jetzt mal schätzen. Schleich.
uns mal vorbei. Okay, hier stellt sich jetzt mir die Frage, ist es diese, oder sollte es diese Steinhäufen darstellen, die Wanderer hinterlassen, wenn sie einen Weg entlang gehen? Oder sind es Felsformationen? Weil wenn das diese Steinhäufen sein sollen, dann sind die Brocken relativ groß, die man da aufeinander gestellt hat. Aber ich liebe solche kleinen Details, wo man mal drüber schmunzeln kann, wo man mal drüber reden, drüber nachdenken kann. Das sind Dinge, die mich an einem Spiel einfach immer wieder reizen. So. Und hier im Winter das Snowboard anschnallen. Das wäre durchaus auch ein Spaß. Auch ein kleines Tal. Mit Rehe. Und einem kleinen See. Wo geht's hier hin? Höhle. Wir haben Höhlenmalerei entdeckt. Naja, also offensichtlich nicht ganz entdeckt, weil da brennt ja schon Feuer, das heißt, da war wohl kürzlich jemand. Oder es kommt jetzt gleich jemand und es schlägt uns von hinten. Weil ich frag mich ja, was er hier gezählt hat. Tage, die er hier in der Höhle ist und nicht mehr zurückfindet, den Weg entlang. Oder wie viele Leute er schon erschlagen hat. Ha. Ein letzter Blick. Aber cool. Danke, hier muss man überall schauen. Ich habe auch echt ein bisschen Angst, was zu verpassen. Wenn ich ehrlich bin. Näslein juckt. Das. Mach ich grad. Ich erforsche. Aha. Kommt mir hier nirgends hin? Ah, das ist der Wasserfall, glaube ich, der den großen See. Du benimmst dich wie ein ungezogenes Kind. Das müsste der Wasserfall zu dem See sein, an dem wir unser Getreide für die Hauptinsel angebaut haben. Wie man ja hier sieht. Na. Hier könnte ich vermutlich in echt Stunden verbringen, circa Pi mal Daumen den ganzen Tag. Ich weiß nicht, Wasser hat einfach so eine magische Anziehungskraft auf mich. Ich.
Also das hat jetzt natürlich mit einer Wanderung nicht viel zu tun. Das ist eher ein Berglauf, was wir hier veranstalten. Aber der Länge des Videos... Ist diese Form der Selbstlosigkeit angemessen? Um der Länge des Videos einen Gefallen zu tun, ist es, glaube ich, besser. Aber ich habe eigentlich den Wasserfall gemeint. Ich dachte, wir sind bei dem Wasserfall. Also egal, um welche Ecke man biegt, eine Aussicht ist hier schöner wie die andere. Absolut wundervoll. Auch wenn jetzt hier alles so schon ein bisschen im Nebel liegt. Aber mir gefällt's. Ich find's großartig. Hat auch was. Auch wenn es jetzt bei strahlend blauem Himmel regnet. Haben wir wieder ein Glück. Gehen wir einmal wandern und et pisst. Ich sag ja, um jede Ecke, die man biegt, folgt ein Aussichtspunkt den nächsten, der irgendwie noch schöner ist als der vorige. Oder auch so kleine Details, dass jetzt da ein Adler rumfliegt. Okay, also Wasser hat ja eine magische Anziehungskraft auf mich, aber das bräuchte ich jetzt dann doch nicht wirklich. Da, wenn man reinfällt, haben wir ein Problem, wa? Da fragt man sich ja dann... Okay, jetzt wackeln hier die Texturen ein bisschen. Da fragt man sich ja dann schon, wie das wohl entstanden ist. Spielstand gespeichert. In Wirklichkeit. Mal langsam von den luftigen Höhen wieder zurück auf eine normale Ebene. Mensch, gerade waren die Schuhe trocken. Okay, man hätte über die Steine gehen können. So, wo geht's hier hin? Auch eine Ruine. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. War dann mal wohl ein Aussichtsturm. Überall plitschert's und plätschert's. Und viel Wasser aus dem Landesinneren. Ich würde mal schätzen, wir sind im Frühling und das ist Schneeschmelze. Bei so viel Wasser. Das klingt doch gut, oder?
So, und wir machen uns wieder auf den Weg nach oben. Gibt's da bestimmt was zu sehen? Nee. Das ist ja was, das hasse ich ja in den Bergen. Wenn man sieht, wie lang das, also beziehungsweise wenn man seinen Wanderweg schon vorher sieht, wenn man sieht, wie weit das noch so ist und dann am besten noch irgendwo so klitzekleine Männchen irgendwo laufen sieht und genau weiß, da muss ich auch noch hin. Großartig. Da war doch noch ein Weg nach oben. Die Frage, wo müssen wir laufen? Aber da es jetzt hier weitergeht, glaube ich, dass wir da noch laufen müssen, um alles zu sehen. Menschen lassen sie hochleben. Spielstand gespeichert. Ah, ist jetzt die Frage, wo es jetzt hier hingeht. Ich sehe uns schon Tage um Tag. Ich glaube, wir erklimmen die Spitze hier noch. Den Gipfel. Im Fachjargon. Jargon. Aha. Gut, dass wir die guten Bergschuhe angezogen haben. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Das sind Dinge, die ich mag. Hier haben wir eine Aussicht. Wir sind zwar nicht auf dem allerhöchsten Gipfel, okay,
Kommt also nicht nur einmal, sondern jedes Mal, wenn man an die Fahne hinläuft. Ja, wir waren jetzt zwar nicht auf dem höchsten Berg, aber schon doch ziemlich hoch, würde ich sagen. Sehr schön, ich hatte schon Angst, wir sind falsch gelaufen und sehen jetzt nicht mehr, was auf dem Weg passiert, wo es den See entlang geht. Beziehungsweise über den See da unten. Hat sich gelohnt, nochmal umzukehren. Hat sich gelohnt. Wollen wir dem mal die Klamotten klauen? Ja, Schrebergarten 1800 Style. Einfach mal an einem Bergsee. Oder es ist ein Aussteiger. Das kann auch sein. Kein Bock mehr auf diese ganze Stadtindustrialisierung. Ist mir alles zu smockig. Beschehende Bogey. Geht's hier noch weiter? Aber hier ist, glaube ich, jetzt dann gleich Schluss, oder? Nee, aber wo geht's denn da hin? So, man hätte auch einfach vorher schon darüber laufen können. Ah, da geht's nur einmal um den See rum. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Menschen lassen sie hochleben. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, genau. Ich glaube, hier kommt man dann sonst eigentlich, wenn man hier einmal ganz außen rumläuft, kommt man auch hier raus. Wo ist hier ein Hund? Da stehen aber recht schön geschnittene Bäume, würde ich mal sagen. Da hat sich wohl ein Gärtner ausgelebt.
Oh, wir laufen wieder zurück. Völlig orientierungslos. In der freien Natur. Aber auch, dass hier so viele verschiedene Bäume rumstehen und die kahlen Bäume auch. Ich meine, die sind jetzt natürlich nicht schön, aber man muss sich halt auch die Mühe machen, die zu modellieren. Und das finde ich schon so, ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ja, und somit befinden wir uns wieder auf dem Weg in unsere Stadt. Hier ist der andere Einstieg mit Karte. Ich denke mal, diese Aussichtstürme und so weiter haben wir, oder diese Aussichtspunkte haben wir gesehen. Wir waren auf dem Gipfel, wir waren in der in der Höhle. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Von mir aus freigegeben. Naja. Ja, meine Lieben, und damit sind wir wieder in der Stadt angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Das war das erste Video in dieser Art und Weise, das ich jemals gemacht habe. Es sollte nicht so schlimm gewesen sein, denke ich. Falls doch, tut's mir furchtbar leid für die verschwendete Zeit. Falls es aber euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Vielleicht auch ein kleines Abo. Es ist völlig kostenlos. Und tut keinem weh. Ja, damit entlasse ich euch in euren Tag. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.